Hi Leute, willkommen hier zu einem neuen Video bei Green Jaws. Ich bin der Matze und ich bin ja heute Morgen erst in Bangkok gelandet, um 7 Uhr morgens schon. Und jetzt bin ich hier schon zu Besuch und zwar besuche ich gerade Ganto Nepenthes. Der hat hier eine kleine Nepenthes-Gärtnerei und es gibt einiges zu entdecken hier. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach schon mit dem Rundgang und ich zeige euch mal, was es hier so alles gibt. Also es ist echt der absolute Wahnsinn hier, weil hier hängt alles voll mit Nepenthes. Und wenn man dann so von unten nach oben guckt, sieht es einfach so aus, als würden nur Nepenthes am Himmel oben hängen. Und wir gehen jetzt hier mal direkt ins Getümmel rein. Und ich habe auch schon so ein paar richtige Prachtstücke hier entdeckt in der Sammlung. Die schauen wir uns dann natürlich genauer an. Aber das ist jetzt erstmal so ein kleiner Überblick hier, damit ihr einfach mal so seht, wie hier so das ganze Gewächshaus aussieht. Also Gewächshaus in Anführungsstrichen, weil ich gehe mal ein bisschen runter, dann seht ihr, was ich meine. Also es ist so ein richtiger Nepenthes-Himmel hier. Und es ist eigentlich nur da oben so ein Schattiernetz drüber gespannt. Und sonst ist hier alles offen. Also ich schwenke mal hier rüber, das sieht man jetzt ganz gut. Also hier ist nichts dran. Es ist eigentlich nur ein Stahlgerüst und dann mit so einem Schattiernetz bespannt. Und das nennt sich dann hier eben Gewächshaus. Aber hier in Thailand ist eh immer so luftfeucht, da braucht man auch kein geschlossenes Haus. Es sind alles Lowland, also Tieflandarten, die sich hier drinnen befinden. Das hat einfach mit dem Klima zu tun, weil hier in Bangkok ist ja auf Meereshöhe. Das heißt, wir haben hier tagsüber schon so zwischen 30 und 45 Grad. Kommt immer so ein bisschen auf die Saison drauf an. Guck mal jetzt hier, wenn man da hochguckt, das sieht doch einfach nur geil aus, oder? Hammer. Genau, also von den Temperaturen her immer sehr warm und dann regnet es natürlich viel, also nicht jeden Tag, aber ziemlich häufig. Und für die Lowland Nepenthes ist das halt super hier, gell? Die fühlen sich halt richtig wohl und deswegen braucht man hier natürlich auch kein Gewächshaus, sondern kann die einfach so im Freien kultivieren. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch als nächstes mal so ein paar Schmankerl hier in der Sammlung an. Einer meiner persönlichen Favoriten, die ich hier entdeckt habe, ist diese Nepenthes hookeriana, also die Kreuzung zwischen Ampullaria und Rafflesiana. Und die wurde dann wiederum mit Nepenthes weichi gekreuzt. Und die hat ein mega geiles Peristom. Und diese Sprenkelung ist also ganz klar von der hookeriana. Und das Peristom ist so eine Mischung aus weichi und hookeriana. Finde ich aber mega geil. Man sieht hier auch an der Pflanze die leichte Behaarung, das ist eben von der Feitschi übernommen hauptsächlich, wobei Ampullaria auch so ein bisschen haarig ist, manche Klone auf jeden Fall. Aber die finde ich schon mal sehr spektakulär, die ist mir hier gleich ins Auge gestochen. Gerade sind ja auch diese ganzen Nepenthes Ampullaria Black Miracle und die Hybriden daraus sehr populär und erfreuen sich immer mehr Beliebtheit. Und hier möchte ich euch auch mal so eine Hybride zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei um Nepenthes Viking. Die ist dann gekreuzt mit Ampullaria und diese Hybride dann nochmal gekreuzt mit der Ampullaria Black Miracle. Und ich finde, das sieht man hier auch sehr schön am Peristom. Das ist nämlich so grün-schwarz gestreift, wie bei der Black Miracle auch. Und die Kannen, die sind sehr, sehr dunkel. Also es geht schon sehr ins Schwarze. Die Kamera kann es jetzt leider nicht ganz so gut einfangen. In echt sind sie nochmal ein Ticken dunkler. Und es sieht wirklich, also es ist so ein ganz tiefes Braunrot, was aber schon fast ins Schwarz geht. Das sieht echt super aus. Gefällt mir unheimlich gut. Und wenn ich jetzt mal darüber schwenke, da sehen wir jetzt auch eine Nepenthes Viking. Die finde ich auch unheimlich spannend. Ist eine richtig schöne Art. Mal hier. Der Name, der kommt daher, weil das wie bei so einem Wikinger-Schiff hier das Peristom so hoch geschwungen ist. Und also Viking ist ja letztendlich nur der englische Begriff für Wikinger. Und es sieht schon auch so aus, gerade wenn man so von der Seite anguckt. Erinnert schon sehr stark an so ein Wikinger-Schiff. Auf jeden Fall eine sehr spektakuläre Art, gefällt mir richtig gut, auch mit diesen richtig riesengroßen Flügelleisten. Gehen wir mal noch ein bisschen näher ran. Und das eignet sich natürlich hervorragend, um da tolle Hybriden draus zu machen. Hier oben sehe ich jetzt auch noch mal eine schöne Kanne mit großer Flügelleiste. Oder die hier hat noch mal eine größere Flügelleiste. Also super geil. Ja, ihr müsst ein bisschen die Geräuschkulisse hier entschuldigen, weil das Ganze ist hier in so einem Art Gewerbegebiet angesiedelt und da gegenüber der Nachbar, der baut da gerade irgendwie was und deswegen ist es so ein bisschen laut von der Kreissäge, die da die ganze Zeit ertönt. Da kann ich leider keinen Einfluss drauf nehmen, deswegen habt da ein bisschen Nachsicht.
Hier auf dem Tisch, da stehen jetzt lauter Nepenthes truncata. Das sind teilweise auch schon ziemlich schöne, stattliche Exemplare dabei. Die Kannen sind leider nicht ganz so groß. Die muss ich hier mal ein bisschen suchen. So. Ja, Nepenthes truncata zählt ja mit so zu meinen Lieblingen. Finde ich eine ganz tolle Art. Wächst einfach, kann man super auf der Fensterbank halten und macht natürlich enorm große Kannen. Hier drüben ist auch nochmal eine Kanne zu sehen, die schon ein bisschen größer ist. Ja, das hier ist jetzt ein Klon, der hier in Thailand verbreitet ist. Also den haben wir bei uns in Deutschland bzw. Europa natürlich gar nicht. Deswegen würde mich der natürlich auch sehr interessieren, weil ich bin ja riesengroßer Truncata-Fan. Aber es ist halt nicht einfach, Pflanzen hier aus Asien nach Deutschland zu bekommen. Da ist ein ziemlich großer Papierkram, braucht man viele Dokumente und so. Und hier, der Gando kann sie leider nicht ausstellen. Deswegen kann ich von hier leider außer Bild- und Videomaterial keine Pflanzen mitbringen. So, hier drüben ist noch mal was Interessantes. Das hier ist nämlich auch eine Nepenthes Viking und dann gekreuzt mit Nepenthes Feijii. Sieht auch ganz cool aus. Und die Kannen sind sehr schön rot ausgefärbt. Dieses gestreifte Peristom gefällt mir auch ganz gut. Und man sieht es ja auch anhand der Blätter, dass hier so ein bisschen Feijii mit drin steckt. Die sind auch wieder so leicht haarig. Die Rotfärbung der Blätter, die rührt dann eben von der Nepenthes Viking. So, ziemlich cool. Und vor allem, je länger man guckt, umso mehr interessantere Sachen entdeckt man auch. Hier sind nochmal richtig schöne Viking oder Viking auf Englisch dann. Da sieht man jetzt richtig schön diese riesengroße Flügelleiste, das Peristom, das so nach oben gezogen ist, und die Kannen, die sind auch ziemlich bauchig und haben so eine ganz eigenartige Form, also sieht super geil aus. Ist auch eine sehr wüchsige Art, also ich habe da schon mal Samen ausgesät vor ein paar Jahren mal, und die Säblinge, die sind so schnell gewachsen, und das sieht man auch hier, finde ich, wenn man die Pflanzen anguckt, die sehen sehr schnell wachsend aus. Sieht man immer so ein bisschen an den Abständen der Internodien. Also Internodie sind jetzt die Blattabstände, also der Abstand zwischen Blatt und Blatt quasi so. Hier ist noch was ganz Interessantes. Das hier ist nämlich eine Kreuzung zwischen Nepenthes Torelli und Truncata. Und das Ganze wurde dann nochmal mit Nepenthes Boschiana gekreuzt. Das ist eine Exotica-Pflanze. Hybride, also aus Australien. Und da kommt natürlich ganz klar das Peristom von Nepenthes Boschiana durch. Hier drüben auf der anderen Seite kommen jetzt alle Zahnfans auf ihre Kosten. Aber jetzt nicht die Zähne bei euch in der Gosch, sondern die Zähne an den Nepenthes. Jedoch nicht hier so Villosa, Edwardsiana, Hamada oder so, sondern hier handelt es sich um Nepenthes Bicalcarata, die ja auch diese Zähne hier oben macht, unten am Deckel. Und ist auch eine sehr tolle Art. Bei uns leider immer ein bisschen schwierig zu halten, weil es eben sehr warm mag, sehr hohe Luftfeuchte, und das hat sie halt hier gut gegeben. Deswegen entwickeln die sich hier auch sehr prächtig. Es sind jetzt keine übermäßig großen Kannen dran, also die sind jetzt alle so um die 8 bis 10 cm hier. Hier sieht man jetzt die Zähne, glaube ich, mal ganz gut. Aber auf jeden Fall eine super schöne Art. Ja, wo ich immer so meine Schwierigkeiten mit habe, weil die es halt doch sehr, sehr warm mögen. Im Terrarium kann man die natürlich ideal halten, allerdings werden die so schnell groß, und da braucht man schon ein sehr, sehr großes Terrarium, weil das wirklich innerhalb von wenigen Monaten komplett zu ist. Und in diesem Bereich hier finden sich auch noch ein paar Venusfliegenfallen. Die sind jetzt alle in so einem Kokoschips-Substrat getopft. Mit Venusfliegenfallen ist es halt hier ein bisschen schwierig in Asien, weil es halt die ganze Zeit sehr warm ist, sehr, sehr hohe Temperaturen und die hohe Luftfeuchte dazu. Das gefällt den Pflanzen natürlich nicht, vor allem weil sie halt auch keine Winterruhe haben. Deswegen bleiben die halt sehr klein, wachsen nur sehr langsam. Aber wir haben gerade schon ein bisschen rumexperimentiert und haben hier schon so ein paar Substratmischungen gemacht, wo ich mal gesagt habe, soll er mal ausprobieren. Vielleicht hat er damit mehr Erfolge. Die Pingis, die sehen alle ganz gut aus. Die stehen jetzt hier alle in reinem Sphagnum, also totem Sphagnummoos. Und die blühen hier auch zahlreich und finde ich ganz nett. Hier drüben, das sind übrigens die frisch getopften Pflanzen, wo wir jetzt hier einfach mal auf die Schnelle ein bisschen was angemischt haben zum Ausprobieren. Und da bin ich dann mal gespannt, wie sich die ganzen Pflanzen entwickeln werden.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Gärtnerei hier, gefällt mir richtig gut. Und auch hier mal so ein paar Eindrücke zu bekommen, wie das hier in Asien so gemacht wird mit den Pflanzen, wie die hier angebaut werden und so wachsen. Vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte, weil die Nepenthes, die sind hier alle in Kokosfasern und Kokoschips getopft. Manchmal kommt noch ein bisschen Perlite mit rein, aber das ist auch das ganze Nepenthes-Substrat schon. Und gegossen wird übrigens mit Leitungswasser, wobei das Leitungswasser hier in Thailand nicht so das Beste ist, weil hier teilweise auch sehr viel Chlor mit reingemischt wird und so. Aber man merkt es den Pflanzen, finde ich, nicht an. Und ja, bedingt dadurch, dass Torf hier nur ganz, ganz schwer zu bekommen ist, werden die Pflanzen eben auch nicht in Torf getopft, was aber nicht unbedingt schlecht ist, weil man so eben einfach alternative Substrate mischt. Und gerade auf dieser Kokoschips-Basis und so ist es super interessant, finde ich sehr nachhaltig aus, weil Kokosnuss ist ja hier in Thailand eh so ein Abfallprodukt, das es im Überfluss gibt. Und wenn man dann diese Abfälle eben noch verwenden kann, um seine Pflanzen schön zu topfen und heranzuziehen, finde ich das echt eine tolle Sache. So, jetzt möchte ich euch aber auch noch die Besitzer hier zeigen. Die sitzen nämlich hier gerade alle gemütlich beisammen. Sawadee kap! Sawadee kap! Ich würde gerne noch ein Interview führen, aber es ist gerade alles ein bisschen schwierig mit Englisch, weil sie nicht so gut Englisch sprechen. Deswegen müssen wir das Interview leider ausfallen lassen. Aber ich denke, ich habe euch hier schon mal ganz gut rumgeführt und einfach so ein paar Sachen und Tipps und Tricks auch schon verraten. Deswegen denke ich, habt ihr trotzdem das Wissen hier aus Thailand, erreicht euch trotzdem. Ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von dieser kleinen Gewächshausführung hier in dieser Nepenthes-Gärtnerei bei Ganto Nepenthes. Ist übrigens auch bei Instagram, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ganto.nepenthes heißt er dort, bringt auch immer sehr viele spannende Bilder hier aus der Gärtnerei heraus. Und ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, welches eure Lieblingspflanze jetzt hier bei ihm war, welche Pflanze euch am besten gefallen hat. Ich habe schon meinen Favoriten, aber was ist denn euer Favorit? Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben geben, ganz klar. Und ich bin ja jetzt erst am Anfang meiner Reise hier, deswegen werde ich auf jeden Fall noch sehr viele weitere Videos folgen hier aus Asien. Ich werde noch ein paar Gärtnereien besichtigen und ich werde mir natürlich auch ganz, ganz viele Karnivoren hier am Naturstandort anschauen. Deswegen seid gespannt auf die nächsten Videos und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Matze!